rund 80 Metern Höhe wird er seine Kreise ziehen und rund 6 Stunden lang immer wieder rund um den Turm laufen. Dafür braucht er aber passendes Schuhwerk, insbesondere die richtigen Sohlen. Für diesen Job konnte er die Profis von Shoe Patters gewinnen. Die Orthopädie-Schuhmacher waren von dem Vorhaben eines solchen Marathons begeistert und in der Vorbereitung zu diesem Event traf man sich am Hauptsitz in Gera. Und wollen heute messen, ob es während dieser Fortbewegung in der Dynamik zu speziellen Krafteinwirkungen kommt, wie im Sinne Fliehkraft oder besondere Kniebelastung auf der Außenseite. Wann ist es angezeigt, vielleicht die Richtung zu wechseln? Diese analytische Sache können wir bei Runde 30 noch nicht bei Runde 3 noch nicht feststellen, aber bei Runde 30 vielleicht. Vor dem Gebäude wurde auf dem Parkplatz bereits ein Kreis aufgezeichnet, um die Ausmaße des Turmumfangs zu simulieren. Also wir haben zwei Paar Einlagen für Herrn Clemens vorbereitet, zwei Paar direkte Laufeinlagen, die wir immer eigentlich unserem Selbsttest unterziehen. Das ist also nicht so, dass wir Ihnen jetzt hier mit was ins Rennen schicken, was wir selber noch nicht probiert hätten. Das ist also eine spezielle Laufeinlage, die den Mittelfuß besonders stützt, aber nicht zu sehr stützt, weil in der Dynamik können wir zu viel Orthopädie nicht gebrauchen. Es ist also so, dass hier ein festerer Kern drin ist, eine leichte Pronation drin ist, das Zehengrundgelenk ist frei beweglich und er hat also eine exaktere Führung für den geradlinigen Bewegungsfortgang, den wir in dieser Sportart haben. Für andere Sportarten gibt es das in einer anderen Ausführung. Ne? Also hier drin ist ein stabiler Kern und der trägt den Mittelfuß schön und soll ihn auch bei der Dauerbelastung eines Marathons unterstützen. Dazu bekam Robby ein paar spezielle Sohlen verpasst, die ein genaues Bild seines Laufstiles widerspiegeln sollen. Wir machen jetzt die Einlogosohle, haben wir jetzt schon reingetan in den Laufschuh von ihm. Jetzt kommt eine Messsohle mit rein. Ja, zwischen 40 und 64 Messpunkte, wo wir dann gucken können, wo die Kraftübertragung genau hingeht, wo sie die meiste Kraft auf ihrem Fuß wirken. Machen wir erstmal die eine Seite rein. Und mittels dieser Messsohlen sieht man dann, sagen wir so, am Laptop dann genau, wo er halt die meiste Kraftübertragung hat, wo er auftreten tut, wo er halt, wie gesagt, Innenkante läuft oder Außenkante. Da werden wir jetzt mal gucken, ob wir an der Einlegesohle vielleicht noch irgendwas mal ein klein wenig verändern oder ob wir das alles so lassen, wie es erstmal ist, dass er klarkommt damit. Neben den Messsohlen mussten natürlich auch seine eigenen Laufeinlagen noch etwas angepasst werden. Dazu ging die Chefin persönlich an die Schleifmaschine. Also das ist das zweite Paar Turnschuhe von Robby Clemens, wo wir die Einlage heute probieren wollen. Das ist eine Einlage, die wir einkaufen bei einer anderen Firma. Die haben wir für Herrn Clemens angepasst. Jetzt werde ich die noch in die Schuhe einpassen. Das bedeutet, ich muss sie ganz genau dem Brandsohlenumriss synchronisieren. Dem Fußabdruck haben wir sie schon angepasst. Und nachher wird er draußen gleich mit dieser Einlage einen Testlauf machen. Ich werde das jetzt zurechtschleifen. Okay. Wichtig dabei ist, dass die Synchronisierung zur Brandsohle da ist und dass es eine echte Formschlüssigkeit gibt zwischen dem Fuß, der Einlage und dem Turnschuh, um die Leistung, die er ja vollbringen will, zu optimieren. Kleine Millimeterchen in der statischen Beeinflussung können wir mit der Einlage steuern. Wir können also tatsächlich auf das Kniegelenk wirken, wir können auf die ganzen Fußwurzelgelenke wirken. Das können wir alles mit der Einlage über eine gewisse Kontur und über die Einlagenstärke im Vorfuß und im Rückfuß manipulieren. Also mit einer Einlage habe ich einen Einfluss aufs Kniegelenk. Geht es auch in den Wirbelsäulenbereich? Das geht auf den ganzen statischen Bereich über, denn letztendlich stehen wir auf unserer kleinen Fußsohlenfläche und die muss die ganze Kraft abfangen. Und die liegt ja, der Kraftwert, der Kraftinput ist bei der höheren Geschwindigkeit natürlich noch größer. So wie es ausschaut, passt das Ganze schon. Ja, ein Vorfuß muss noch ein klein bisschen schmaler werden. Er trägt die Schuhe im Vorfuß, ist ein Laufschuh häufig sehr, sehr schmal. Die Dehnbarkeit kommt über das Meshgewebe zustande. Und im Vorfuß muss ich hier noch ein kleines bisschen wegnehmen, damit es auch keinen Kantendruck gibt. Ja, und ansonsten können wir das nachher gleich draußen ausprobieren. Dann bin ich in wenigen Minuten damit fertig. Super. Währenddessen die Sohlen ihren letzten Schliff bekamen, drehte Robby schon seine ersten Messrunden auf dem Parkplatz.
Immer wieder wurde justiert, überprüft und neue Messungen durchgeführt. Wir haben hier einmal das Messbild jetzt in der Belastung. Die roten Punkte sagt ja schon immer, dass es eigentlich zu viel Belastung ist. Die Zahlen, die wir hier sehen, hat also jetzt 33 Kilo pro Quadratzentimeter. Hier sind es an der Ferse, der erste Aufschlag ist immer der höchste Druck, haben wir 60 Kilo pro Quadratzentimeter. Und man sieht jetzt hier die Druckverteilung. Rot ist immer schlecht. Schön ist eben auch, dass auch das komplette Längsgewölbe mit einbezogen wird in die Belastung, was auch zur Druckverteilung führt. Wir müssen mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, ob wir diesen Innenballenbereich noch anders bearbeiten müssen, um dort diesen Druck zu reduzieren. Das machen wir dann in den Anpassungen, die dann danach folgen. Das heißt, er muss jetzt mit dem gleichen weiterlaufen oder was wird jetzt gemacht? Was wir also jetzt machen ist, dass wir die Einlage entnehmen, gucken, verändern die spezifisch diesen Druckpunkten, die wir haben, und messen dann nochmal. Ne? Okay. Sodass also dann müssen wir ja eine Verbesserung erreichen. Also dass wir irgendwann im relativ neutralen Bereich sind. Mhm. Ja? Am Ende müssen die beiden Einlagen auf das ständige Kreislaufen so angepasst sein, dass für Robby trotz der Anstrengungen ein angenehmes Laufen ermöglicht wird. Am 15. Oktober, anlässlich des Pink Shoe Day von Haus Leben e.V., wird er dann zu seinem Marathon auf dem Rathausturm starten.